Für dieses Video bräuchte ich ein Begrüßungsbild. Und der Robert hat mir eins zugeschickt, rein zufällig von der Rostocker Heide mit den Worten, das ist doch ideal für deine roten Wetterkarten. Genauso ist es, Robert. Das ist ideal dafür. Vielen Dank und grüße Sie und grüße euch. Dieses Bild zeugt so richtig vom Wetter an der See, egal ob an der Ostsee oder an der Nordsee, nach Tiefdruck, wenn sich Hochdruck aufbaut, mit den flachen, fast schon hochnebelartigen Quellwolken, die sich bilden und später auflösen. Und es wird in der nächsten Zeit immer mal wieder viel Sommerwetter geben und wir wollen uns auch mal mit der Omega-Lage beschäftigen. Und dann bauen wir noch ein paar kleinere Wünsche ein. Wunsch Nummer eins ist das Küstenwetter. Und da passt auch das dazu, was der Hauptlauf da wieder veranstaltet. Die Linien kurz zur Erklärung, die meisten wissen es, und das hängt manchen zu den Ohren raus, aber es gibt welche, die schauen das erste Mal oder nicht so oft zu. Die rote Linie, die hier erkennbar ist, das ist die Luftmassentemperatur aus der sogenannten 850er. 850er ist die Hektopascalfläche von der 1500 Meter Höhe Linie aus 30 Jahren, das Klimamittel. Die weiße Linie, das Mittel aller Einzelberechnungen und diese finden wir in bunt. Und einer ragt da raus, das ist der Hauptlauf. Der ist hier in hellgrün dargestellt. Das ist der, auf den Apps ist und der auch sonst in den Wetterkarten ausgespuckt wird. Der turnt ganz, ganz weit oben rum. Macht er schon seit einigen Tagen, war gestern auch mal unten, aber er ist jetzt im Nullerlauf und im Mittagslauf oben. Hier unten sind die Niederschlagssignale. Da erkennen wir sprechen gleich auch über den Niederschlag, der Hauptlauf ist hier nicht gut vertreten. Es sind einige Läufe dabei, die sind nass und die sind kühler. Wir dürfen uns von diesem Hauptlauf nicht blenden lassen. Nichtsdestotrotz kommt da eine etwas ruhigere und auch stabilere Grundwetterlage auf. Das also hier für Westerland übrigens an der Nordsee. Und das wurde sich auch gewünscht für Garmisch. Wir haben in Garmisch und damit insgesamt im Alpenraum in der nächsten Zeit immer wieder überdurchschnittliche Temperaturen. Übrigens, schaut mal, hier ist alles ziemlich glatt gebügelt und hier diese Zacken kommen daher, da die Fläche in Garmisch-Partenkirchen, was hier für den Gitterpunkt dargestellt wird, so hoch ist, dass der Tagesgang der Temperaturen mit dem Sonnenschein auch die Fläche von 1500 Meter Höhe, also die 850er, mehr oder weniger tangiert. Und dafür sorgt, dass auch hier die Temperaturen tagsüber ansteigen. Das mal so als Hinweis. Hier unten, wenn da so Zacken sind, spricht das für Konvektion, für Schauer und Gewitter. Es wird also wärmer werden als in der letzten Zeit in Garmisch, aber auch immer mal wieder mit Schauern und Gewittern. Mal mehr, mal weniger. Auch der heiße Hauptlauf hier bringt zwischendurch Schauer und Gewitter. Wenn wir noch kurz das europäische ECMWF-Modell zu Rate ziehen, für Sylt hier, auch da eine leicht wechselhafte, aber relativ warme Witterung. Da sind ein paar Läufe dabei, die büchsen weit nach oben aus. Und was das in Garmisch angeht, das ist eine Seitwärtsbewegung hier. Mit leicht überdurchschnittlichen Temperaturen, aber die ganze Zeit über immer wieder mit Schauern und Gewittern. Das heißt, wer hier Urlaub macht oder hier lebt, muss sich das immer gut einteilen, wenn er rausgeht. Man kann an die Badeseen fahren. Man kann auch an der Leusach, an der Isar, an der Ammer oder an sonstigen Lech beispielsweise in der Nähe hier baden gehen. Aber immer die Gewitter im Blick halten. Es wird nicht jeden Tag gewittern, aber zwischendurch häufiger. Wir gehen nochmal zurück auf das Beispiel Westerland vom amerikanischen GFS-Modell. Wir wollen uns hier den Hauptlauf anschauen am Ende der ersten Augustdekade und das Mittel hier in Weiß. Der Hauptlauf sieht so aus, dass der eine richtig große Beule an Heißluft bringen würde in 5,5 Kilometer Höhe und die minus 10 Grad Isotherme, das ist schon eine sehr stabile Geschichte, die liegt nördlich von Deutschland. Das kommt nicht häufig vor und die minus 5 Grad Isotherme zieht nach. Das sind schon unglaubliche Temperaturen. Und in 1500 Meter Höhe lägen die Temperaturen zwischen 15 und über 20 Grad. Das wäre eine ausgewachsene Hitzewelle nach dem Hauptlauf. Das Mittel aller Berechnungen sieht wieder den Keil des Azorenhochs über Mitteleuropa verlaufen. Die minus 10 Grad Isotherme nicht über der mittleren Nordsee, sondern über den Alpen. Und die 15 Grad Isotherme auch nicht im Norden Deutschlands oder über der Nordsee, sondern an den Alpen. Und im Vergleich zum langjährigen Mittel wäre es ein bisschen zu warm. Das ist eben wohlgemerkt für den 9. August der Unterschied zwischen diesem brachialen Hauptlauf und dem Mittel. Der Hauptlauf kann auch mit dem nächsten Lauf wieder ganz unten sein, dass dann Druckvorstoß ist und ein Kaltlufttropfen, wie wir es unlängst gesehen haben, und da wäre es kühl. Schauen wir kurz auf die Niederschlagssummen. Das war der Nullerlauf. Hier ist ja auch Garmisch dabei. Ziemlich nass.
Also da kommen schon einige Schauer und Gewitter immer und immer wieder, trotz der überdurchschnittlichen Witterung. Und wenn wir nach Norden gehen, sind auch an den Küsten einige Schauer dabei, mehr an der Nordsee, weniger an der Ostsee. Und der sogenannte Sechserlauf, das ist dieser trockene Lauf, der da rumgeschwebt ist, würde auch diese Struktur bringen, an der Ostsee weniger Niederschlag, an der Nordsee mehr, Mittelgebirge und Alpen, also da überall, wo Berge sind, immer wieder Schauer und Gewitter und überhaupt in der Südhälfte. Es baut sich zwar eine stabilere Wetterlage auf, aber die hat feuchte Luft im Gepäck und brächte dann Schauer und Gewitter. Schließen wir mit diesem Thema hier mal ab und gehen jetzt mal in die Nordhemisphäre und schauen, was da los ist. Wir haben ja seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten, zwei große Druckgebilde, die für unser Wetter verantwortlich sind. Wir sortieren uns kurz. Hier haben wir Mitteleuropa, hier haben wir den Nordpol. Und das ist das Tief hier auf dem Atlantik, hier ist Island. Und diese zwei Druckgebilde, mit denen wir es zu tun haben, das sind zum einen das Azorenhoch auf dem Nordatlantik und zum anderen das Pazifikhoch. Und die beiden sind wie so ein Fettauge, man kennt ja noch diese Spiele von früher, dass da irgend so eine Blase ist im Wasser und die wabert hin und her und ist flankiert letztendlich immer von den Ländereien. Also dieses Hoch wabert auf dem Pazifik hin und her und auf dem Atlantik hin und her. Jetzt ist aber, das ist aktuell, ein neuer Mitspieler dazu gekommen. Das ist das Hoch über Nordrussland, Nordskandinavien und das Richtung ja, teilweise Spitzbergen reicht. Also genau hier auf der anderen Seite des Nordpols baut sich ein Hoch auf und auf dem Kontinent in Russland, da kommt es zum Tiefdruck. Das ist neu und dadurch kommen wir immer mal wieder in die Wärme rein, weil sich hier etwas bildet. Das ist wie so eine Mauer, da kann die Westdrift nicht mehr hin, sondern wird nach Norden abgedrängt. Das heißt, da kann sich Hochdruck aufbauen. Wenn wir jetzt auf den 1. August gehen, das ist der Hauptlauf, da haben wir wieder das Hoch hier jeweils, das ist ein bisschen weggeflutscht und leicht woanders, aber auch das Hoch über dem Nordmeer, über dem Nordpolarmeer in der Nähe des Nordpols, flankiert vom Islandtief und vom Russlandtief. Und was ist das? Eine Omega-Lage. Und wir liegen genau darunter, nach dem Hauptlauf. Und diese Omega-Lagen bringen stabiles Wetter, aber auch mal eine dauerhaft mögliche Witterung. Und jetzt schauen wir mal, was das Mittel macht. Das Mittel, naja, da ist das Omega von der Struktur her weiter da. Mit diesem kräftigen Hoch wäre übrigens auch eine geniale Winterlage. Das Tief über Island oder bei Island und das Tief über Russland bleiben auch im Mittel drin. Aber wir sind zwar noch unter dem Schutz des Azorenhochs mit seinem Keil. Wenn da so ein bisschen Tiefdruck durchflutscht, entweder von Westen oder von Nordosten, das sind die Zacken, die da kommen und diese Unsicherheiten bringen. Das heißt, die Grundstruktur ändert sich im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Da das Ganze aber hier so ein paar Bruchstellen hat, nördlich von uns, besteht da auch weiterhin das Risiko für Wechselhaftigkeit. Und die Temperaturen, wir sind hier im Mittelmeerraum nah und in den Alpen nah an der Hitze, aber im Norden ist es gar nicht mal so wahnsinnig warm. Was auffällig ist, dass auf dem nordamerikanischen Kontinent eine große Hitzeblase ist und im Vergleich zum langjährigen Mittel, das ist das Mittel wohlgemerkt, das sind keine Einzelberechnungen, einzelne Ausreißer, da wird es ganz schön heiß über dem nordamerikanischen Kontinent. Und auf der anderen Seite haben wir eine massive Abkühlung hinten in Sibirien. Und unter dem Hoch ist es dann wieder recht warm, bei uns relativ durchschnittlich. Wenn wir noch weitergehen zum 9. August, ich habe jetzt nochmal die Struktur vom 1. August genommen, die können wir wieder knicken, die geht weg. Wir haben weiterhin das Hoch auf den Azoren, das Hoch auf dem Pazifik, bleibt alles da. Das Tief über Russland zieht sich so ein bisschen weiter Richtung Nordpol, strukturiert sich hier mit ein, das ist im Prinzip die nordhemisphärische Zirkulation. Wir sind aber in Mitteleuropa unter dem ausgeprägten Hoch des Azorenhochs, also einem Keil des Azorenhochs. Mal kalbt es sich ab, mal zieht es sich zurück. Das ist wie so ein Atmen. Das heißt, die stabile Witterung ist nicht so stabil, aber es ist stabiler als in den letzten Wochen. Das heißt, da ist auch mehr Sommerwetter dabei, nur nichts Übertriebenes. Und wenn wir uns die Temperaturen anschauen in 1500 Meter Höhe, dann bleiben wir dabei, dass wir hier im Alpenraum und südlich davon die Hitze haben, nördlich davon gemäßigte Temperaturen. Und im Vergleich zum langjährigen Mittel, wir haben da übrigens immer noch diese Hitzeblase drüben über dem nordamerikanischen Kontinent. Und bei uns ist es auch relativ warm, auf der anderen Seite nach wie vor zu kühl. Hier ist übrigens auch noch das Eis, das Sommereis. Das hat hier ein bisschen Schutz durch die Wetterlage.
Schauen wir noch ganz kurz ein bisschen weiter. Das CFS, das ist die Verlängerung des amerikanischen GFS-Modells, rechnet bis zu 9 Monate im Voraus. Und ich habe mir jetzt mal den 25. August rausgepickt, weil wir ja eben über diese Lage hier gesprochen haben, der Keil des Azorenhochs. Und das ist auch erkennbar in den weiteren Berechnungen. Zum Beispiel hier für den 25. August, da flutscht mal der Hochkern weiter Richtung Westeuropa. Wir liegen am Rande. Nachdem es kühler geworden ist, kommt ein neues Hoch mit Wärme. Der nächste Lauf zeigt das genauso. Sehr ausgeprägt der Hochdruck auf dem Atlantik, aber auch praktisch die Ausbeulung zu uns, nachdem ein Tief durchgezogen ist. Also wechselhaft, hoch. Mehr Hochdruck als Wechselhaftigkeit als bisher. Und der nächste Lauf, auch hier vom Atlantik ausgehend, ein intensives Hochdruckgebiet oder ein Hochdruckkeil zu uns. Und der allerletzte Lauf zeigt auch hier wieder die Azorenhochgeschichte mit einem Abkalben des Hochs über Russland. Und wir wären dann auch unter dem Schutze des Hochs. Das heißt, zusammengefasst, wir werden in der nächsten Zeit eine Art Omega-Lage bekommen, die nicht so ganz hundertprozentig nur trocken und heiß ist, sondern auch so ein bisschen fragil. Die baut sich mal auf und dann baut sich das Ganze wieder ab. Und die Wetterlage, die wir bisher hatten, kommt zurück mit dem Keil des Azorenhochs, das aber wesentlich mächtiger und ausgeprägter ist und auch mehr Abkalbungen bringt. Das bedeutet, eine gewisse Grundwechselhaftigkeit bleibt erhalten, allerdings auf einem höheren Temperaturniveau erstens. Und zweitens mal sind die trockenen und sonnigen Phasen und auch warmen Phasen dann länger als die kühlen und nassen. Bis morgen.